und der Ball dreht sich in den Kasten. Spielstand nun insgesamt 2:2, weiter geht's. Zárate. Nun Cardona. Er hält diesen Ball. Sensationell. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Auf ihn wird es ankommen heute. Da bin ich sicher. Er ist zumindest mal in bestechender Form. Macht ein Tor nach dem anderen, Wolf. Ist ein absoluter Torjäger. Das macht ihn stark, diese Effizienz, dieser Torhunger. Marquinho, da haben sie das Tor. Und das ist wichtig, denn nun sind sie in der Addition beider Spiele in Führung. Aber wenn sie sich jetzt einen Gegentreffer einfangen, dann ist eben doch wieder alles möglich. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3:2. Gut und fair das Tackling. Ah, das könnte es sein. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Ah, sie verlieren den Ball. Galdames. Alvarez. Ballverlust. Gut geklärt, aber Einwurf. Cardona. Klasse Zuspiel. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Das war stark vom Torwart. Er hat den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da erobert er den Ball. Und nun ein Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da geht er gut in den Zweikampf. Schönes Zuspiel hier. Geht dazwischen und hat den Ball. Der Ballverlust. Manquillo. Canson. Gutes Tackling. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Ah, das ist ein guter Pass. Da kommt der Steilpass. Genau hinschauen jetzt. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Ecke in die Mitte. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Giannetti. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Keine gute Verteidigung. Alvarez. Er stellt den. Da geht er runter und kann den Ball abwehren.
Gibt die gelbe Karte für dieses Foul und jetzt müssen wir aufpassen. Gute Position für den Freistoß, das könnte was werden. Eck in den Strafraum. Da können Sie erstmal klären. Galdames. Manquillo. Er lässt sich da nicht aufhalten. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Ja, das war abseits. Ball ist wieder weg. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Das macht er gut. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Capaldo. Der Ballverlust. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Für den zweiten Durchgang in diesem Viertelfinalrückspiel. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Alvarez. Sehr guter Einsatz. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Klasse Pass. Klasse Aktion da. Da hat er die Chance. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Rojo. Campuzano. Da ist Platz. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Nun Cardona. Sensationell! Der Ball kommt rein. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Guidara. Alvarez. Vielleicht die Konterchance. Da trennt er ihn fair vom Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Zarate. Capaldo. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt ist alles wieder drin in dieser Partie. Keiner kann sich entscheiden, absetzen. Und wenn ich eine Prognose wagen darf, dann würde ich sagen, heute bekommen wir hier auch noch eine Verlängerung. So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke. Ja, und dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. Wir machen weiter. Neuer Gesamtspielstand 3:3. Manquillo. Da kann er ihn stoppen. Jetzt wird's gefährlich. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Jetzt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da müssen Sie aufpassen jetzt. So, Ballbesitz jetzt. Campuzano.
Jetzt wird's gefährlich. Und die Balleroberung, wichtig. Alles offen in dieser Partie. Schauen wir mal, ob sie sich jetzt mit dieser Ecke einen kleinen Vorteil erarbeiten können. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Tevez! Sie machen das Tor. Damit wären sie in der Addition beider Spiele weiter. Aber es bleibt eng. Es bleibt richtig eng. Bei einem Gegentor wären sie raus. Sie müssen wach bleiben. Und das nächste Tor. Dreierpack. Hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion. Der macht da vorne, was er will. Hier nochmal dieser Treffer. Vier zu drei also. Der neue Gesamtspielstand. Partie läuft wieder. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Den Zweikampf verliert er. Izquierdos. Fabra. Campuzano. Nur Carlos Tevez. Und da verlieren sie den Ball. Galdames. Guidara. Spielt den Ball direkt zurück. Jetzt in der Anspielstation. Er schießt. Blockt den Schuss erstmal ab. 8 Minuten jetzt noch. Alvarez. Hansson. Campuzano. Anspiel kommt gut. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Sie haben den Ball. Alvarez. Gleich wird hier ausgewechselt. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Fabra. Nur Carlos Tevez. Und er geht an ihm vorbei. Da holt er den Ball zurück. Und in diesem Augenblick steht's fest, die Gastgeber sind in der nächsten Runde. Ja, Wolf, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde, aber... Sie haben es spannend gemacht. Zwei Teams, die sich nicht viel genommen haben. Hätte auch andersrum ausgehen können. War auch ein bisschen Glück dabei. Nur noch der Torwart vor sich. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Gute Flanke. So, blicken wir nach diesem Tor. Capaldo. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt ist alles wieder drin in dieser Partie. Keiner kann sich entscheiden, absetzen. Und wenn ich eine Prognose wagen darf, dann würde ich sagen, heute bekommen wir hier auch noch eine Verlängerung. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Tevez!